Leute, willkommen zurück zu Day of the Tentacle. Hier, wir sind wieder mit Bernard unterwegs und der hier diesen Mann mit Skimaske sieht, der gerade sich an diesem Auto zu schaffen macht, was zugegeben dreckig und alt ist. Und wir fragen den doch mal, was der hier vorhat. Hi. Hi. Erschreck mich nie wieder so. Nette Brechstange. Danke. Glaub nicht, du könntest sie dir leihen. Ich brauch sie selber. Ja, der will ja das Auto knacken, offenbar. Was machst du da? Ich hab mich ausgeschlossen. Ja, und deswegen macht er den Kofferraum auf, oder was? Ja, kann man auch direkt hier fragen. Warum öffnest du den Kofferraum, wenn du ausgesperrt bist? Ich hab da Ersatzschlüssel drin. Ja, ist klar. Da sind keine Schlüssel im Auto. Um ehrlich zu sein, habe ich sie verloren. Ja, der Gute, er kann sich nicht rausreden. Hier, vielleicht sind das deine Schlüssel. Wo? Gib her. Danke, Freund. Behalt die Brechstange. Danke, maskierter Mann. Okay, das waren die Schlüssel, die wir... Er trägt ja auch schon so viele Schlüssel mit sich rum. Das waren diese Schlüssel, die wir eingesammelt haben von der Tür. Das muss einer von denen sein. War ich jetzt gar nicht darauf vorbereitet, dass wir das so schnell machen können. Vielleicht dieser. Aber gut, da wird natürlich keiner passen. Hallo. Wir fragen ihn nochmal kurz. Sieh mal, ich habe es eilig, also verschwinde, okay? Okay, der trägt ja auch schon so viele Schlüssel mit sich rum. Der hat kein Interesse mehr an uns, dann lassen wir den mal vielleicht dieser. Sein Pech probieren. Wir gehen hier mal weiter und ja, stillgelegte Rohre haben wir hier und das Wasser, was hier rauskommt, teilweise sauberer Fluss. Ja, wir hatten ja den Hebel umgelegt. Deswegen... Dafür ist jetzt keine Zeit. Sieht das hier wieder etwas besser aus. Im Intro haben wir gesehen, das war hier grün. Grün ja oftmals die Farbe von Gift. Damit das jeder direkt versteht, haben wir denn die Möglichkeit, was aufzufüllen? Weil häufig, wenn ihr irgendwo Wasser in einem Adventure-Spiel habt, könnt ihr meistens Gefäße wieder mit auffüllen. Oder irgendwas, aber... Ja, könnt höchstens diese Plastikkotze mal... Das ist einer der wenigen Plätze, an dem Plastikkotze nichts nützt. Funktioniert nicht. Okay, Sparbuch wird auch nicht gehen. Gabel, Zaubertinte vielleicht? Zu langweilig. Zu langweilig. Hier haben wir übrigens so ein Schild. Draußen bleiben, Grundstück verseucht mit Industrieabfall. Okay, stillgelegte Rohre. Welch schönes, klares Wasser. Die können wir aber eventuell nicht... Ich würde ja aber keine Zeit. Ja. Ich würde ja aber keine Zeit. Okay, gut. Wir haben aber jetzt schon die Brechstange bekommen. Mit der hatte ich gar nicht gerechnet, dass wir die so schnell kriegen. So, jetzt können wir eigentlich hier wieder ins Haus gehen. Wir schauen nochmal, ob wir das Schild irgendwie mitnehmen können. Aushilfe gesucht, Schild. Das kann man doch bestimmt mitnehmen. Ja, so ist es auch. So, kriegen wir vielleicht mit der Brechstange jetzt, im wahrsten Sinne des Wortes, mit der Brechstange den Kaugummi hier ab? Schauen wir mal. Ja, er versucht es auf jeden Fall. Ja, und da haben wir ihn. Und zwar haben wir jetzt einen Kaugummi mit Groschen drin. Hm, Pfefferminz, meine Lieblingssorte. Vielleicht kann er den jetzt ja essen. Ah, super. Na gut. Jetzt haben wir die... Den Münze. Und was ist das denn für einer? Ein bisschen klebrig, aber wohl noch was wert. Ein Dime, okay. Wo hatten wir denn die Möglichkeit, Geld einzuwerfen? Ach, nochmal hier bei dem Typen auf dem Bett oben. Ich meine, das war das Zimmer hier. Ja, da war doch dieser Münzschlitz. Ja, und da fliegt der Gute raus. Der Kongressteilnehmer und wir kriegen seinen Pulli. Bäh, tropfnass. Ja, tropfnass. Meine Oma schenkte mir mal so einen zum Geburtstag. Okay, und wenn er tropfnass ist, wäre es doch eigentlich ein Fall für den Trockner. Aber warte mal, ich gehe nochmal kurz zurück. Vielleicht ist da hier noch irgendwas am Bett. Mit der Hotspot-Taste können wir da leider nichts sehen. Ans Telefon kommen wir jetzt auch nicht mehr. Können wir vielleicht mit ihm noch irgendwie was Fieses machen hier? Die Hose runterziehen oder so? Ich kann ihn nicht bewegen.
Was anderes? Plastikkotze? Eine Gabel vielleicht? Besser nicht. Mit der Brechstange? Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist. Ja, das glaube ich allerdings auch nicht. Ein Kaugummi? Besser nicht. Nee. Kaugummis kann man, glaube ich, auch mit Bernard benutzen. Nee, geht leider auch nicht. Er hat ja hier schon versucht, den Kaugummi zu essen, aber hat ihn dann wieder ausgespuckt. Okay, jetzt haben wir den Pulli. Ich gehe nochmal schnell zu diesem Trockner, den wir, wo war das denn? Hier bei der Schwingtür, glaube ich. Da war doch ein Trockner. Kriegen wir da eventuell den Pulli rein? Jetzt müssen wir allerdings wieder Geld einwerfen. Man wirft hier 50er in den Trockner. Ja, ein 50er haben wir leider nicht. Nee, das kriegen wir so nicht hin. Na gut, ich glaube, dann ist erstmal alles, was wir hier mit Bernard machen können, erledigt. Ah, vielleicht mit der Gabel noch den Clown vielleicht? Diese Gabel könnte nicht mal eine Seifenblase verletzen, schon gar nicht einen Clown wie Uso. Schade. Brechstange? Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist. Okay, also er hat keine guten Ideen mehr. Dann gehen wir doch mal in den Keller, wo noch Dr. Fred mit seiner Lieblingstasse steht. Vielleicht kriegen wir die Tasse ja irgendwie. Sieht aus wie ein Generator, angetrieben von einer Tretmühle. Na, wir reden nochmal mit Dr. Fred. Vielleicht können wir ihn ja auf irgendeine... Hey, Dr. Fred! Ich frage ihn nochmal. Wir müssen etwas unternehmen. Ja, wir müssen einen neuen Diamanten finden. Was wäre, wenn wir den Fluss säuberten? Ich könnte ja meine Matschmaschine ausschalten. Aber es ist zu spät. Sie haben eine Maschine, deren Aufgabe es ist, giftigen Matsch zu produzieren. Man kann kein Hightech-Labor wie dieses haben und dann, ohne giftigen Abfall, die anderen Wissenschaftler würden lachen. Ja, natürlich. Wenn ihr ein fieses Labor habt, braucht ihr natürlich auch fiesen Giftschlamm, der entsteht. Ja, Purpurtentakel zu fangen. Er ist schon lange weg. Vielleicht übernimmt er gerade die Welt. Ja, das kann sein. Oh, da kommt der nächste Zeitungsartikel. Tentakel hilft Smaragd zurück. Bürgermeister gratuliert Purpurheld. Bald sprechen wir alle... Nun, Englisch, denke ich. Ja. Gibt es nicht irgendetwas, was wir machen können? Die Diamanten einkaufen. Sag Bescheid, wenn du den Diamant hast. Okay, also es geht nicht ohne Diamant. Und dafür gehen wir jetzt mal in die Vergangenheit. Und wir können jetzt unsere ganzen Gegenstände, die wir haben, die können wir dem Hoagie mal zukommen lassen. Das versuchen wir auch mal. Ich spule jetzt hier mal... Okay, ich hab's weggespült. Spüle jetzt mal ein paar Gegenstände weg. Und zwar alle, die wir hier aktuell nicht brauchen. Da drin ist schon was. Achso, wir müssen das immer wieder hier mit ihm rausnehmen. Na? Da, greif ins Klo. So, dann gehen wir wieder zurück. Das muss man alles hier händisch machen. Uiuiui, das dauert ja ganz schön lange. Die Zähne mal da rein. Mal wirklich nur eine Sache? Da drin ist schon was. Oh, das geht ja wirklich nur mit... Ach so, und dann sind die Sachen wieder draußen. Okay. Oh, das ist ja... Das ist so richtig oldschool. Da muss man jetzt hier alles selber nehmen. Was könnte man denn noch gebrauchen? Ich schau mal gerade. Ein Trichter bestimmt. Die Briefmarke. 2 Cent. Könnte reichen für damals. Da gab es doch, glaube ich, einen schnelleren Weg hier. Ich glaube, man konnte doch einfach... Das mal ausprobieren hier. Ja. Da ist was im Chrono, John. Genau, so konnte man das nämlich auch übergeben. Da musste man nicht hier immer alles einzeln machen. Und vielleicht noch den Kaugummi an ihn. Die Brechstange? Ich glaube nicht, dass das ins Chrono John geht. Oh, das passt gar nicht rein. Dann die Plastikkotze. Den Trichter.
Und vielleicht noch eine Gabel. Videoband Schweizer Sparbuch brauchen wir, glaube ich, auch nicht. Zettel, was stand da denn nochmal drauf? Es ist aus Georges Haushaltswarenladen. George sagt, dass jeder Amerikaner einen Staubsauger im Keller haben sollte. Das ist ideal. Jetzt habe ich es dir manuell nochmal rübergegeben. Im Textbuch. Das Chicagoer Handbuch für den thermodynamischen Fluxkompensator. Großartiges Buch. Das geben wir auch rüber. Und da würde ich sagen, noch das Sparbuch. Okay, und dann jetzt mal rüber zu Hoagie, sodass er sich mal hier in der Vergangenheit mal ein Bild machen kann, was es hier alles gibt. So, Audiokommentar hatten wir schon gehört. Hier ist ein Baum. Kumquats. Kumquats. Noch ein Schild. Die alten Toiletten. Ja. Die alten Toiletten. Gab es hier noch was? Wir können aufs Feld gehen. Ja, das ist hier quasi vor dem Gebäude. Und hier ist das Gasthaus. Mit einer alten Kutsche, mit einem Wagen. Den schauen wir uns natürlich auch mal ganz genau an. Er ist total verschmutzt. Verschmutzt? Das dreckiger zu machen hilft auch nicht. Haben wir irgendwas, um es vielleicht heller zu machen? Wie wäre es mit Tippex? Ich glaube nicht, dass das in Weiß besser aussieht. Mit Plastikkotze? Das ist einer der wenigen Plätze. Nee. Okay, gibt es hier auch einen Briefkasten? Ja, gibt es. Machen wir den mal auf. Oh. Hey, der Pony Express. Der Pony Express, der immer vorbeikommt, wenn wir die Flagge hochmachen. Hier ist allerdings ein Brief drin. Ne? Könnt ihr nochmal die Flagge hochmachen hier? Ja. Da kommt sofort der Pony Express durch. Pony Express. Und nimmt die Post mit. So, was haben wir denn jetzt da für einen Brief gefunden? Patentanmeldung. Was ist das denn hier? Gold, Öl und Essig. Das sind die Batteriepläne, die ich diesem Red Edison-Typ geben soll. Ja, und ich erinnere mich, Düster, das war der Kopierschutz von früher. Man musste hier, glaube ich, verschiedene Sachen einstellen. Das musste man im Handbuch nachlesen, im Patent. Handbuch, ich weiß nicht, ob das jetzt das in dem sind die Spiel... Die Batteriepläne, die ich diesem Red Edison-Typ geben soll. Ah ne, Moment, das war nicht das, das war das Patent. Wir haben doch hier den Brief hier unten. Sie sind brillant. Was für ein Design. Kommen Sie sofort nach Baltimore. Okay. Dann machen wir mal die Tür auf und schauen uns mal an, wie das... Tollhaus früher aussah. Hier ist die Main Hall. Hier ist eine Mumie. Cool, der Portier ist eine Mumie. Ja. Was denn los? Mit der Mumie kann man natürlich auch reden. Keine Lust auf reden, was? Schweigegelübde oder so, richtig? Richtig. Hey, das ist cool. Ich habe etwas für Red Edison. Naja, ich glaube... Bis später, Kumpel. Die reden nicht mit einem. Vielleicht da irgendwas? Okay, hier ist wieder die Pendeluhr. Geschlossen. Die machen wir doch mal auf und klettern mal rein. So, was haben wir denn hier? Ein Linkshänderhammer. Red Edison. Und ein schwarzes Brett. Ah, gucken wir uns doch direkt mal an. Voll mit Plänen und Müll. Ja, kann man leider nichts machen. Die Do's, Red Edison. Wir haben hier einen Laborkittel. Vielleicht können wir den mitnehmen. Hey! Nee. Nur Angestellte dürfen den Laborkittel benutzen. Hat gewisse Ähnlichkeit mit Dr. Fred hier. Aber es ist du ja auch weißt, ein... Du weißt, dass das ein Linkshänderhammer ist, oder? Ich habe ihn erfunden. Er war für meinen linkshändigen Sohn. Ach ja. Ja, den Linkshänderhammer haben wir bereits. Ja, dann reden wir doch mal mit Red Edison. Hey! Was gibt's? Du kommst mir bekannt vor. Natürlich tue ich das. Ich bin Red Edison, der Begründer, um nicht zu sagen der Besitzer dieses Gasthauses. Vielleicht hast du mein Bild mal in einem wichtigen Journal gesehen. Oder vielleicht auch nicht. Fragen wir mal, ob er Ben Franklin kennst du kennt. Ben Franklin? Franklin? Mit dem würde ich nie zusammenarbeiten.
Er hatte eine blöde Idee über Brillen mit einem grünen und einem roten Glas. Fragen wir mal, was er macht. Ich erfinde, du Dummkopf. Wonach sieht das sonst aus? Was erfindest du? Das ist ein Stück Papier, welches von alleine an Dingen klebt. Ziemlich genial, muss ich schon sagen. Hat also die Post-its erfunden? Ich kenne jemanden, der sieht aus wie du. Tja, es ist keiner meiner Söhne. So viel ist sicher. Es sieht danach aus, als wäre ich, Red Edison, größtes Genie meiner Zeit, der letzte in einer langen Tradition von Erfindern. Meine nicht auseinanderzuhaltenden Söhne haben sich entschieden, Künstler zu werden. Ich glaube, es war jetzt Idee. Oder war es nett? Wie auch immer, der Linkshänder war's. Muss schlechtes Blut von ihrer Mutter sein. Ja, Mensch, was für Söhne hat er denn? Bis später dann. Dann... Vielleicht, wenn du deine Haare kürzer schneidest. Vielleicht haben wir dann später nochmal Zeit. Ja, der Laborkittel, den kriegen wir erstmal nicht. Können wir vielleicht was ans schwarze Brett hin? Vielleicht das... Was es auch ist, bring es her! Okay. Was ist das? Gesucht? Fleißige Aushilfe? Genie helfen? Nun, ich bin das einzige Genie hier. Und du siehst dumm genug aus. Also, nimm deinen Arbeitskittel und geh an die Arbeit. Ja gut, dann können wir unseren Laborkittel hier nehmen. Super, dann sollen wir direkt an die Arbeit gehen. Und das Schild ist weg. Ja, okay. Wisst ihr, daran habe ich mich jetzt nicht mehr erinnert von früher, aber... Gut, das war natürlich auch logisch. Gut, dann gehen wir doch mal direkt nach oben. Schauen wir, wie es hier aussieht. Ja, auch komplett anders. Hier mit Bildern. Hier übrigens mit dem Bild von Sam. Von Sam und Max. Also das ist, konnte LucasArts auch immer gut, diese Cross-Promotions hier. Hier ist eine Kordel. Was macht man mit einer Kordel? Natürlich mal ziehen. Oh. Hier bin ich, immer mit der Ruhe. Das Kindermädchen. Entschuldigung, Mr. Washington. Oh. Die Putzfrau, die jetzt hier mal kurz etwas sauber macht, die wir auch sonst gar nicht mehr... Doch, wir können so, sie noch auswählen. Oh. Ich bin fertig. Das war's schon und weg ist sie wieder. Na gut. Ja, vielleicht sollte man irgendwie hier was dreckiger machen, sodass die dann beschäftigt ist. Ja, wir haben eigentlich nur das Bett und die Tür und die Kordel. Haben wir die Zaubertinte dabei? Oder Tippex? Ich glaube nicht, dass das in Weiß besser aussieht. Ah, die Zaubertinte haben wir doch nicht mitgenommen. Hat die etwa noch hier... Der Bernhard, ja, die hat er natürlich noch. Ja, ich... Gib's einfach mal Hogi, vielleicht klappt das noch. Hat er es jetzt oder muss ich erst... Nee, er hat es sogar. Zu langweilig. Nee, also das funktioniert auch so nicht. Okay, Gabel. Patentanmeldung. Ein Kaugummi? Ich will nicht. Nee, na gut. Dann gehen wir später wieder zurück. Machen uns erstmal einen Überblick, was hier in dem nächsten Zimmer drin ist. Ja, ja, die Fahne kommt ja gleich dran. Ich arbeite so schnell ich kann. Kein Problem. Lass dir Zeit. Erzähl mir nicht, das ist schon wieder ein neuer Entwurf für die Fahne. Was für eine Fahne? Was für ein Entwurf? Ich habe einen anderen Entwurf für die Fahne. Ich wusste es. Was haben unsere Gründungsväter jetzt wieder ausgebrütet? Ja, wir sind hier mitten, wie gesagt, in der Nord-Süd-Staaten-Kriegszeit. Also im Bürgerkrieg. Was wollen wir? Dann könnte ich einen chromfarbenen Roboteradler drauf haben. Na, dann nehmen wir doch mal das wir Mädel im Lederbikini. Wir brauchen ein Mädel im Lederbikini mit einer Breitaxt. Oh, was für ein Dreck! Inzwischen würde ich einfach alles tun, nur um damit fertig zu werden. Leg den Plan auf den Tisch und ich schaue es mir an, wenn ich hier fertig bin.
Okay, das ist das Muster. Können wir das Muster mitnehmen? Puh, ich habe mich nie für Geschichte interessiert. Ja, Prototypen der amerikanischen Flagge. Haben wir irgendein Muster? Können wir die Briefmarke da vielleicht hinlegen? Ich will nicht. Nee. Was haben wir denn sonst da bekommen? Ein Brief? Ich will nicht. Ja, wir fragen sie nochmal. Die Jungs da unten sagen, sie wollen ein großes Familientuch. Und in den vier Ecken sollen ein Fass Bier, einige Mädels, eine Gitarre und ein paar Trommelstöcke sein. Und unten drunter soll Amerika rockt stehen. Leg die Pläne einfach auf den Tisch, ich mach dann schon. Okay, wir haben halt wie gesagt keine Pläne, außer diese Patentanmeldung, aber besser das ist nicht. Ja auch nicht das... Das könnte das Patent... Könnte das Patent zerstören, ja. Na, also wir müssen erstmal ein bisschen durchgehen. Mal schauen, was haben wir denn hier? Drachenpläne, eine Weinflasche. Dann haben wir hier Pläne, hier ist ein Kalender. Die Tür natürlich, können wir die Tür mal zumachen. Weil wir haben ja gesehen, manchmal entdecken wir da noch irgendwas. Bens Bett, ein Spiegel. Hey, was ist das da auf dem Plan? Sieht aus wie eine Geheimbotschaft. Oha. Oh, doch nur ein Kaffeefleck. Ja, da unten wahrscheinlich. Ich verstehe nicht, wie sowas fliegen kann. Ja, Pläne für einen Drachen? Vergiss es, Mann. Ich schnüffle nicht in fremder Leute Unterwäsche. Okay. Nee, da ist Tinte auf dem Laken. Da ist Tinte auf dem Laken? Sieht aus, als hätte er hier viel Zeit verbracht. Hm. Ansonsten ist hier auch nichts, was wir weiter durchsuchen können. Spiegel, Bens Bett. Vielleicht... Das ist einer der wenigen Plätze, an dem Plastikkotze nichts nützt. Ich habe gerade mir was überlegt. Vielleicht kommen wir hier in dem anderen Zimmer weiter. Mit der Plastikkotze eventuell und der Putzdame. Das werden wir dann beim nächsten Mal ausprobieren, wieder bei Day of the Tentacle. Ja, bis dann, Leute. Ciao, ciao.